Fünfter Tag des Sennepokalturniers 2019 ist der heißeste Tag des Jahres. Momentan um die 37 Grad immer noch in Frickenhausen. Und einer kommt gerade direkt vom Spielfeld runter. Ich glaube, man kann es ihm ansehen. Fatih Özkaraman, der hat zwar ein Tor geschossen, aber seine erste Frage war, als er vom Platz kam, was zu trinken. Ganz dringend. Wie ist es denn auf dem Platz bei der Hitze? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe es echt unterschätzt. Ich habe gedacht, komme ich jetzt hierher nach dem Geschäft, spiele ich gegen Eich. Ja, lässt ein bisschen laufen, aber so einfach war es nicht. Ja. 11 Mann standen die hinten drin und echt unterschätzt. Ich glaube, bei so einem Wetter habe ich noch nie gespielt. War echt extrem. Die Trinkpausen sind ja ganz wichtig, oder? Da sehnt man sich wahrscheinlich auf dem Platz richtig herbei, dass nach einer Viertelstunde die Möglichkeit besteht, was zu trinken. Definitiv. Ja, Schiri hat es auch davor gesagt. Wir haben überlegt mit der Mannschaft, ob wir das machen sollen. Dann haben wir gesagt, klar, machen wir. Sonst bricht hier einer noch zusammen. Von daher war es ja top, dass der Schiri da zweimal die Trinkpausen gegeben hat. Aber trotz der Hitze seid ihr cool geblieben, ihr habt 2-0 gewonnen, ohne Gegentor ins Achtelfinale eingezogen. Es soll ein bisschen kühler werden, ich glaube, das kommt allen entgegen hier, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Prio 1 war zu 0 zu spielen und vorne eigentlich mehr zu machen. Ging leider nicht, wetterabhängig, wetterbedingt. Aber ansonsten clever, das Ding runtergespielt, war schwer, verdienter Sieg, war gut. Aber jetzt gibt es was ganz Schönes, eine kalte, eiskalte Dusche, Fatih. Auf jeden Fall, ja, ich gehe auch gleich in die Dusche. Lauf außenrum, dass ich mit keinen Leuten hier reden muss, weil ich einfach nur noch kalt duschen will. Ja. Alles klar. Danke und weiterhin viel Erfolg beim Turnier. Ja, und weiter geht's. Die Hitze macht uns allen zu schaffen und den Spielern natürlich ganz besonders. Das waren Eindrücke mit Fatih Özkaraman direkt nach dem Spiel gegen Eich.